Wir haben in Potsdam schon einige Kasernen und Krankenhäuser umgebaut und umgeplant. Und als wir hier das erste Mal vor der ehemaligen Pulsklinik standen, waren wir schon von diesen Ausmaßen extrem beeindruckt. Der Mittelteil mit den Seitenflügeln hat eine gesamte Länge von 200 Metern und der Westflügel eine Länge von knapp 120 Metern. Hier sollen später 164 Wohnungen untergebracht werden und im Neubau, im ergänzten Seitenflügel, auf der Ostseite weitere 34 Wohnungen. Das ist schon eine Größe, die wir im Büro in dieser Art noch nie erbracht haben und wir finden das ein Wahnsinnsprojekt. Das Besondere bei der Ergänzung des Ostflügels sind die Anforderungen, die die Denkmalpflege stellt an die Verbindung zwischen dem neuen Haus in der modernen Sprache und dem Altbau. Das Spannende beim Umbau oder bei Sanierung von Denkmalen ist diese wahnsinnige historische Bausubstanz. Eine alte Nutzung in eine neue Wohnnutzung umzuwandeln, das ist das, was uns fasziniert. Man kann sich es im Moment, glaube ich, noch nicht vorstellen, aber hier wird ein Wohngebiet entstehen mit größtmöglicher Qualität. Hier wird ein grüner Hof entstehen, in dem nur Spaziergänger, Fußgänger, Fahrradfahrer und Jogger sind. Das ganze andere, der Fahrverkehr, der Müll, die Infrastruktur, wird unter die Erde verbannt. Wir haben den Blockrand, der eigentlich geschlossen sich darstellt, aufgeschnitten, damit die schwierigen Ecken vernünftig belichtet und belüftet werden können und dadurch entstehen Wohnungen mit einer sehr hohen Qualität. Ich denke, dass das Projekt in Charlottenburg im Moment das größte Wohnbauprojekt in Berlin ist. Wir arbeiten hier im Büro mit 20 internationalen Architekten. Insgesamt als Generalplaner sind wir mit ca. 40 Mitarbeitern beschäftigt, Statiker, Fachplaner, Fachingenieure, Bauphysiker. Der konzeptionelle Ansatz, den Fahrverkehr unter die Erde zu legen, ermöglicht uns, größtmögliche Qualität zu schaffen. Das Untergeschoss, unsere Tiefgarage, in der die ganze Erschließung stattfindet, ist eigentlich ein richtiges Monster. Fahrverkehr, Fahrräder, Haustechnik, Lüftung, Brandschutz, alle Elemente sind dort vorhanden. Die dunklen Bereiche sind unsere Pflanzkübel, in denen wir die bestehenden Bäume erhalten. Über eine große Anzahl von Glasböden wird sichergestellt, dass Tageslicht sowohl über die Gras- als auch über die Wasserflächen in die Tiefe fällt. Wir haben mit viel Engagement und mit viel Einsatz und Ehrgeiz diesen Neubauwettbewerb betrieben und haben dann eben mit einem guten Konzept, mit einem guten städtebaulichen Konzept für den Neubaublock den Bauherrn überzeugen können.